B2.6. Berechnen Sie den Flächeninhalt A des Flächenstücks AEF, das vom Kreisbogen FE sowie den Strecken EA und AF begrenzt wird. Ich fahre jetzt das Stück nochmal nach. Also AE, der Kreisbogen EF und die Strecke AF. So, Flächeninhalt dieses Stücks soll berechnet werden. Schauen wir es uns genau an, aus was besteht es. Ja, wir haben hier ein Viereck AMF drin, das ist im Prinzip ein Drache. Oder wenn man die Strecke AM auch eingezeichnet hat, sehen wir, es sind zwei Dreiecke. Von diesem Viereck AEMF wird hier dieser Kreisbogen MEF ausgeschnitten. Also lässt sich der gesamte Flächeninhalt dieser Figur AEF berechnen aus 2 mal das Dreieck AEM minus Sektor MEF. Ja, vielleicht schreibe ich es da aus, damit man weiß, was S bedeutet. Also Sektor MEF. Okay, gehen wir zuerst auf das Dreieck AEM. Wissen wir überhaupt, dass diese beiden Dreiecke gleich groß sind? Hier kann man überprüfen. Die Strecke AM liegt in beiden Dreiecke. Die Strecke ME ist gleich lang wie die Strecke MF, weil das der Radius ist. Hier haben wir 90 Grad Winkel, hier haben wir 90 Grad Winkel. Hier haben wir ein Epsilon halbe und unten haben wir ein Epsilon halbe. Also können wir schon durch Seite, Winkel im Prinzip eigentlich die Kongruenz feststellen. Damit ist das Dreieck AEM gleich groß wie das Dreieck AMF und damit können wir auch die entsprechenden Flächen ausrechnen. So, Flächeninhalt vom Dreieck AEM gibt es zwei Formeln, nämlich 1/2 mal Grundseite mal Höhe oder 1/2 mal Seite mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Wenn wir uns das Dreieck genau anschauen, was ist daraus bekannt? Ja, wir kennen die Strecke AM, die haben wir in der Aufgabe drüber ausgerechnet, und wir kennen Epsilon halbe. Eine zweite Strecke, die wir noch kennen, ist die Strecke ME. Also kennen wir zwei Strecken und einen Winkel, aber das reicht für die Formel noch nicht ganz. Entweder fehlt uns die Höhe. Ja, wenn wir jetzt die AE als Grundseite nehmen, dann liegt ja die Strecke ME senkrecht drauf. Das könnte unsere Höhe sein, aber die AE kennen wir noch nicht. Also entweder können wir die berechnen oder wir berechnen hier diesen Winkel zwischendrin und können dann sagen 1/2 mal die Seite AM mal die Seite ME mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Ich nehme jetzt diese Formel, also 0,5 mal AM mal ME mal Sinus des eingeschlossenen Winkels, das war der Winkel AME. So, den AME müssen wir noch berechnen, das geht aber recht einfach, weil wir kennen den halben Epsilon, hier haben wir 90 Grad Winkel, also lässt sich über die Innenwinkelsumme dieser Winkel berechnen. Folgt daraus, für Winkel AME ist gleich 180 Grad minus 90 Grad minus der BAD ist es geteilt durch 2. Setzen wir die bekannten Größen ein. 180 Grad minus 90 Grad minus BAD. Der war, wo steht es, 41,64 Grad geteilt durch 2. Das rechnen wir jetzt aus, ganz normal mit dem Taschenrechner. Und dann haben wir einen Winkel von 69,18 Grad. So, jetzt ist dieser Winkel bekannt, damit kann ich auch den Flächeninhalt berechnen. Also Flächeninhalt des Dreiecks AEM ist gleich 0,5 mal AM, haben wir in der Aufgabe drüber berechnet, waren die 5,79 cm und ME haben wir auch in der Aufgabe drüber berechnet, sind die 2,06 cm mal Cosinus von den Winkel, den wir gerade benutzt haben, nämlich 69,18 Grad. Das geben wir so einen Taschenrechner ein und dann folgt für diesen Flächeninhalt
5,57 Quadratzentimeter. So, verdoppeln tue ich es nachher. Ich gehe jetzt erst mal auf den Sektor. Den brauchen wir auch noch. Also Sektor MEF. So, schauen wir uns nochmal an. Was brauchen wir alles? Erstmal, wie heißt die Sektorformel? Die können wir auch in der Formelsammlung nachschlagen. Die steht auf der Seite 35. Da heißt es, der Flächeninhalt ist gleich Radius zum Quadrat mal Pi mal Alpha durch 360 Grad. Dieser Alpha ist dabei der Öffnungswinkel von diesem Sektor, also ich zeichne es jetzt hier mit blau ein, der Winkel FME. So, den auszurechnen ist jetzt aber keine Kunst, weil wir haben ja gerade den Winkel AME ausgerechnet, das ist der hier unten. Und da wir vorhin argumentiert haben, die beiden Dreiecke AMF und AEM sind konkurrent, muss auch dieser Winkel FMA genau gleich groß sein wie der AME. Und damit können wir hier diesen AME einfach verdoppeln. Der Radius ist ja auch schon bekannt, nämlich ist nichts anderes als die Strecke ME. Und damit kennen wir alle Komponenten. Also ich setze es nochmal allgemein an, ME Quadrat geteilt mal Pi mal, so Alpha war der Winkel AME, diesmal mal 2 geteilt durch 360 Grad. Jetzt setzen wir die Zahlen ein, ME waren die 2,06 cm zum Quadrat mal Pi mal AME sind die 69,18 Grad mal 2 geteilt durch die 360 Grad. Das tippen wir wieder in den Taschenrechner ein. Und dann folgt eine Größe von, ein Flächeninhalt von 5,12 Quadratzentimetern. So, letzter Schritt. Nochmal in die allererste Formel einsetzen, wie man den Gesamtflächeninhalt ausrechnet. Also der Flächeninhalt, wie hieß er nochmal, von AEF. War 2 mal das Dreieck, also 2 mal 5,57 cm. Lassen wir die Einheit weg und schreiben es am Schluss hin. Und jetzt noch den Sektor abgezogen, 5,12. Das nochmal in den Taschenrechner eingeben und das gibt einen Flächeninhalt von 6,02 Quadratzentimetern. Und an dieser Stelle sind wir fertig.